gehen wir in Division Rivals rein. Morgen gibt's Rewards, ne? Ich will eigentlich müsste ich noch Division 1 kommen. Es wäre sehr wichtig, dass wir das noch schaffen. Natürlich. Und er hat Mané in Rot. Und Cristiano Ronaldo. Und Messi. Und Kanté. Und Van Dijk. Und... ja. Stark gespielt. Ja, das ich habe mir einfach Mané als Red Pick. Aber das ist das, was ich euch gesagt habe, was mich an Division 2 stört. Du spielst halt gegen Leute, die halt das Game halt halbwegs können. Und dann haben die halt Cristiano Ronaldo, Messi, Mané, Kanté und so. Und dann kannst du halt mit deinen normaleren Spielern halt wenig dagegen ausrichten. Weil die haben so ein krasses Dribbling und so. Bro, Van Dijk ist halt so eine Maschine, ne? Bis auf Fekir, der halt bedingt schnell ist, habe ich halt keinen Spieler, der den halt outpaced, ne? Ach komm, ey, leck mir doch deine... Ach, das ist doch so ein Witz, Mann. Es ist so ein Witz. Ja, guck sie an, guck sie an. Zweikampf gegen Cristiano Ronaldo. Und er kann wieder frei schießen. Es wird nicht autoblockt, er bleibt am Ball. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Es ist wirklich so dumm, wie du einfach merkst, wie Spieler einfach den Unterschied dann machen in der Situation. Guck, ey, ich gehe in Zweikampf gegen Messi und er bleibt einfach am Ball. Was? Es ist so lächerlich, ne? Es ist so... Ja, das ist das, was ich meine, Chat, ne? Ey, das Game ist so fucking stupid, was das angeht. Einfach nur, weil es Chris hier ist, ne? Ich finde auch krass, dass es halt auch dann so ist, dass du dazu verleitet wirst, Geld reinzustecken, weil du auch diese Spieler haben willst. Aber das hat die Masche von EA. Das hat das Problem. Es ist krank. Ich komme an Van Dijk nicht vorbei. Egal, was er macht. Grätschen, Dings, egal was. Der Typ ist auch wirklich nicht so krass gut einfach. Hat einfach ein Tor rausgespielt und das andere ist einfach halt ein Tor, weil er halt Cristiano Ronaldo hat. Texera so stark, Junge! Woo! Joker-Tor. Ja, ey, nee, es ist, habt ihr gerade gesehen? Upa haut über den Ball. Das ist gerade schon wieder das dritte Mal, dass das passiert. Ich weiß nicht, ich spiele halt in der Division 2 so oft unschieden. Dann gewinne ich mal und dann verliere ich wieder und dann ist wieder halt alles bei Null so. Und ich weiß halt nicht, warum die nicht zum Beispiel gemacht haben, dass zwei Unschieden äquivalent zu einem Win sind, dass du halt weiterkommst. Das verstehe ich halt nicht. Ja, ich sag ja, EA ist dieses Jahr einfach wie immer ein Verein. Waren einfach Leute fürs Traden, Mann. Eigentlich ist das ja nicht mehr erlaubt, weil das forst dich ja theoretisch zu Ingame-Käufen. Weil du ja mit der Technik, mit der du Coins machst, dich bannen. Das ist auch wahrscheinlich 100% nicht legal, was sie da machen. Vorher aber halt genug Leute, die halt dagegen vorgehen. So krass, wie die immer verteidigen. Ich komme da halt nicht durch, ne? Das sind immer 1000 Abwehrspieler. Das ist so gestört. Ja, hält ihn, Alter. So. Kein Bock mehr. Ja, angeblich hält er alles. Es ist so geisteskrank. Ah, Arigato, ich geh mal. So. Loser! Ben Yedder! Es tut mir doch so leid, dass du links wie rechts die Murmel ins Tor bekommst. Oh, schöner Ball. Na, da kriegst du mal eine schöne Grätsche. Oh, mach da noch das 3-1, das gönne ich ihm, weil er hässlich ist. Ja. Guck, das meine ich. Du gewinnst ein Spiel, dann spielst du gegen jemanden, der halt wieder Cristiano, Salah und Mané hat. Und noch Bruno Fernandes, Rashford, Hakimi, Hernandez in Red. Das ist doch scheiße, Alter. Zü, Amavi. So Pässe machen mich immer so sauer.
Witzig für Cristiano Ronaldo, oder? Naja, Bruno Fernandes sogar. Schöner Autoblock wieder. So lieben wir das doch. Ja, ich liebe es einfach. Ich liebe einfach Autoblocks. Autoblocks macht FIFA einfach nochmal entspannter, das Game. Geile Ballannahme wird's. Wow, cool. Winner, Winner, Chicken Dinner. Ey, das ist doch so ein Witz, Alter. Guck dir doch einfach das Team an, Mann. Ey, ich spiele halt gegen nichts Normales. Ronaldo, De Bruyne, Bruno, wie heißt der? Silva, Neymar. Ist doch so beschissen, Alter. Ich spiele 4-4-2, Bro. Oh mein Gott. Hey! So. Wir brauchen wieder ein Thema zum Reden, Chat, sonst raste ich noch aus bei solchen Dingern. Lass mal Themenvorschläge nehmen. Thema Schulsystem. Nein, Spaß. Ah, das ist ein Witz, Cristiano Ronaldo. Das ist so krass, habt ihr gesehen? Du kannst von Cristiano Ronaldo schießen, wo du willst. Er kann nicht autoblockt werden. Er kann nicht autoblockt werden. Und der Ball geht halt so gut wie mal rein. Fuck mich so ab, der Typ. Hauptsache jeder zweite Sohn hat den. Bin ich bei Coinbase. Also ich hab da mir mal einen Account gemacht, aber hauptsächlich trade ich über Binance. Und halt über 2-Inch vergleiche ich ab und zu dann die Preise von den Coins. Was für 2-Inch, 1-Inch. Thema Liebe. Ey, Junge, Thema Tinder. Foul, rot, das ist rot. Ey, von hinten in die Beine und es ist gelb. Von hinten kommen die Beine umgewichst. Du! Ich habe gestern mit einer ein Dings gehabt. Ein Match. Die sieht wirklich gut aus, aber ist es bei euch auch so? Ihr habt so Tinder, habt dann ab und zu ein Match mit einer wirklich guten. Und dann schreibt ihr euch einfach nicht. Bro, wie belastend, Alter. So! Kommt bald ein Tinder Road to Glory Project, klar. Ja! Division! 1-2! So! Bin ich etwa auf Partnersuche? Nix Festes, Bro. Mal hier, mal da. Ich hab immer so die Devise, du bist einsam, ich bin einsam. Darf ich dich einsam? Was? Ja, die antwortet nicht. Die, mit der ich das chilligste Match habe seit langem, die wirklich gut aussieht, die antwortet nicht. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ich habe einfach keinen Bock mehr, Chat. Dafür wird jetzt Tinder wieder deinstalliert. Das war's. Dann antworte ich den anderen auch nicht mehr. Jetzt habt ihr Pech gehabt. Ich muss kurz Pause machen und sagen, dass es einfach irgendwie ballert. Ich weiß nicht.